Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich freue mich, dass genau du wieder eingeschaltet hast. Es ist nämlich endlich soweit, es geht zu den Europameisterschaften und natürlich will ich euch dorthin mitnehmen. Ihr seht, ich bin noch in Linz, vielleicht erkennt ihr es auch an der gewohnten Umgebung. Ich war jetzt die letzten 6 Wochen in Linz zur EM-Vorbereitung und hatte gestern echt ein bisschen Struggle, was Kofferpacken angeht, weil ich musste ja all mein Stuff der letzten 6 Wochen mit nach Hause nehmen. Und auch noch das ganze Zeug jetzt für die EM, also die ganze Bekleidung, mein ganzes Trainingszeug und so. Aber der Koffer ist zu, ich habe es hinbekommen. Und vorweg, ich werde aus der EM 2 Vlogs machen. Also ein Vlog wird von heute bis Dienstag sein und der zweite wird dann von Mittwoch bis den Rest der Woche sein. Also zum Plan, heute ist Sonntag, heute geht es nach München. Morgen startet dann das erste Training in München. Und am Dienstag ist das Podiumstraining, also nochmal der letzte Testwettkampf vor Ort. Und dann, was dann kommt, sage ich euch dann in dem zweiten Vlog. Leute, ich bin maximal hyped. Also ich glaube, ich bin körperlich noch nie so fit gewesen wie jetzt. Und ich glaube, das wird ein richtig, richtig cooles Event. Und ich freue mich einfach nur, mit den Mädels die Halle zu rocken. Auch die Mädels sind mir in den letzten Wochen einfach so ans Herz gewachsen. Und es hat so viel Spaß gemacht, mit denen zu trainieren. Wir sind durch die guten, also auch durch die richtig schweren Trainingseinheiten zusammengegangen. Und das hat auch voll zusammengeschweißt und ich freue mich einfach nur, dass es jetzt soweit ist und wir in München einfach unser Bestes geben. Aber jetzt genug gelabert. Ich sage euch schon mal, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt nach München. So, ich würde sagen, es kann losgehen und ich sehe aus wie ein richtiger Touri. Leute, dieser und dieser Koffer ist so schwer. Ab geht die Party geht ab. Woo! So, Friends, ihr habt gesehen, wir sind gut in München angekommen, haben jetzt gerade ins Hotel eingecheckt. Ich blende euch mal ein bisschen was vom Hotelzimmer ein. Es ist ein bisschen klein. Ich habe ein bisschen Platzangst. Nee, Spaß, so schlimm ist es nicht. Aber wir sind jetzt ja hier 8 Tage. Deswegen musste ich mich jetzt komplett auf der Fensterbank hier ausbreiten. Und wir sind auch keine Stunde da und das Zimmer sieht halt jetzt schon so aus. Aber wir sind halt 2 Mädels, die viele Klamotten haben und viele Klamotten brauchen. Allein das ganze Zeug hier hat so viel Platz im Koffer weggenommen. Egal. Good morning. Es ist jetzt Montagmorgen, es ist gleich 9 Uhr. Gleich geht's frühstücken und heute steht dann das erste Training an. Genau, jetzt gibt es erstmal Frühstücken und um 13.30 Uhr haben wir Training. Der Bus wird uns hier um 12.30 Uhr abholen. Es ist ja alles so geregelt, dass wir mit Shuttlebussen immer abgeholt werden. Und der Wettkampf findet in der Olympiahalle statt. Ich habe da tatsächlich schon mal einen Wettkampf geturnt, ich glaube vor 2 Jahren. Da habe ich einen richtig guten Wettkampf geturnt, deswegen ich bin guter Dinge, dass es am Donnerstag gut wird. Und der schmeißt uns dann irgendwo raus und dann müssen wir nochmal von diesem Rausschmeißpunkt nochmal 10 Minuten zur Olympiahalle laufen. Heißt, diese Woche wird sehr viel gelaufen. Ich hätte auch einfach gleich meine Wanderschuhe mitnehmen können, aber naja. Wird schon irgendwie klappen, jetzt gibt es einfach Frühstück. Viele haben auch gefragt oder gesagt, ich soll so ein bisschen sagen, wie alles organisiert ist, auf was man so achten muss bei großen Wettkämpfen. Ganz wichtig, wir müssen immer alle gleich rumlaufen. Deswegen, ich zeige euch einfach jeden Tag so ein Outfit of the Day. Und dann seht ihr mal, wie viel Outfits ich überhaupt alles mitnehmen muss, damit wir alle immer gleich rumlaufen. Ich bin jetzt ready gemacht fürs Training. Ihr kennt es am Eyeliner. Wir haben heute einen blauen Anzug an. Ich zeige euch den nachher nochmal genauer. Und ab ins Training. Der Bus hat uns jetzt gerade rausgeschmissen und jetzt müssen wir noch 10 Minuten zur Halle laufen. Yeah. Zum Training bekommt ihr mal wieder ein Voice-Over. Wir haben uns erstmal ein bisschen so gestretched und gedehnt und so und haben dann am Sprung angefangen. Erstmal mit einem Sprint, dann haben wir ein paar Landungen gemacht und sind ein paar Basic-Sprünge gesprungen. Es war relativ in Ordnung, mein Sprung war irgendwie ein bisschen crazy, ich bin so einfach weggerannt danach. Danach ging es am Barren, da haben wir natürlich erstmal Griff gemacht. Und Montag ist immer unser Build-Up-Day, also wir fangen da immer an mit ein paar Handständen, ein paar Bückungsschwünge, ein paar Riesen, einfach, dass man
den Körper mal wieder ein bisschen in Turn-Shape bekommt nach einem Wochenende, wo man nichts geturnt hat. Das ist immer ganz wichtig. Und dann haben wir eben halbe Übungen gemacht. Das seht ihr, meine erste Hälfte. Der Jäger war schön. Beim Park waren sogar fast die Beine zusammen. Da habe ich jetzt die letzten Wochen so hart dran gearbeitet, ich sag's euch. Sie sind noch nicht ganz zusammen, aber I'm on a good way. Und dann habe ich den zweiten Teil gemacht, beziehungsweise erstmal ein Chapeau-Überflieger. Der Überflieger war irgendwie ein bisschen weich in der Lende. Und da seht ihr dann den zweiten Teil. Und Leute, Achtung, ich habe einen Konter gemacht, wo ich mich so hart vergriffen habe. Das seht ihr jetzt. Und ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich zeige es euch nochmal in Zeitlupe. Ich glaube, ich bin einfach so auf das Röllchen drauf. Aber never mind, das wird nicht nochmal passieren. Dann mussten wir die Halle wechseln, weil irgendwie haben die Balken nicht mehr in die eine Halle gepasst. Ganz merkwürdig. Mein Balkentraining war soweit ganz gut. Ich war erst irgendwie ein bisschen holprig unterwegs, aber das hat sich dann auch gelegt und hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Wenn man nach dem Training noch zum Bus rennen muss. Warte auf mich! Ich bin jetzt auch wieder zurück im Hotel. Ich habe ja schon gezeigt, wie das Training war und habe das Voice-Over dazu gemacht. Wir haben es jetzt 16.30 Uhr. Jetzt gibt es einen kleinen Snack. Ich habe vom Frühstück einen Joghurt mitgenommen. Aus Linz habe ich noch Zwetschgen und meine Favorite-Riegel von Ahead. Und um 18 Uhr haben wir dann noch ein Team-Meeting. Morgen ist dann das Podiumstraining. Und das heißt, auf jeden Fall heute früh schlafen gehen. Das Podiumstraining beginnt um 8.30 Uhr, heißt der Bus kommt um 7.30 Uhr. Und wir müssen uns ja morgen auch schon so schminken wie Wettkampf und so. Heißt, wir müssen bestimmt um 6 Uhr aufstehen. Ah, genau. Und dann haben wir auch noch Physio. Wir haben hier ein Physio dabei. Das ist richtig praktisch. Ich habe halt irgendwie out of nowhere Handgelenkschmerzen bekommen. Ich glaube, mein Körper braucht auch langsam Urlaub. Ich würde sagen, wir hören und sehen uns dann morgen. Ich habe hier noch ein bisschen Nervennahrung. Auch das gehört dazu. Auch ich brauche meine Daily Doses of Süßigkeiten. 6.5 hours later. Oh Gott, das ist 5.40 Uhr jetzt. Ich schmink mich jetzt. Ich sehe aus wie ein anderer Mensch. Das ist der Anzug fürs Podiumstraining heute. Schön auffällig, weil unser Ziel ist, wir wollen heute auffallen. Das sieht echt ungewohnt aus. Und Leute, natürlich, meine Krone sitzt auch wieder. Ready for Podiumstraining. So, erstmal muss ich mein Handgelenk tapen lassen, weil Schmerzen. Und das war in der Einturnhalle, das ist in der Wettkampfhalle. Und dann habt ihr einen Einturnversuch und danach müsst ihr Übung machen. Und hier seht ihr nochmal, wie ich mit mir selber rede. Das mache ich jedes Mal. Und dann habe ich meine Übung begonnen. Und ihr müsst euch vorstellen, in der Wettkampfhalle ist halt nochmal ein ganz anderes Licht. Und wenn ihr da so durch die Gegend fliegt und ihr habt anderes Licht, dann seid ihr erstmal wie so ein blindes Huhn und seht halt nichts, weil ihr euch anders orientieren müsst. Aber der Jäger und der Park war sehr gut. Und dann ging es weiter zum Chapeau und der war viel zu früh. Dann hat es mich hinten so rausgezogen und dann konnte ich halt nicht weitermachen. Und das war halt die Simulationswettkampfübung. Ist halt ein bisschen ärgerlich so. Dann habe ich halt weitergemacht, weil ihr meldet quasi im Podiumstraining den Kampfrichtern eine Übung an. Die werten zwar mit, aber es bedeutet nichts. Also es ist quasi so die Generalprobe vom Wettkampf und die Kampfrichter müssen halt genauso üben wie wir. Deswegen werten die halt bei ein paar Übungen mit und schauen sich das an. Also mit Barren bin ich halt nicht ganz so zufrieden, aber ich versuche mich da einfach nicht so sehr aus der Fassung bringen zu lassen und das eine Gerät abzuhaken, weil wenn ihr halt diesen Frust mit ans andere Gerät nehmt, dann wird das andere Gerät halt auch schlecht und es gibt halt keinen Grund dafür. Und Balken war solide, würde ich sagen. Es war jetzt nicht meine beste Übung. So hier bei der Taucherdrehung, dieser Wackler, der muss halt einfach nicht sein. Und dann kam das freie Rad und Leute, was habe ich gemacht, Alter? Das ist halt auch... Ich kann das nicht ernst nehmen. Mich hat es halt einfach runtergeschleppert. Ich bin einfach ausgerutscht auf dem Balken. Einfach ausgerutscht. Und mir hat so mein Schienbein auf diesen Balken gehauen. Ich dachte wirklich, was ist los? Und da habe ich auch noch den Abgang auf den Arsch gesetzt. Perfekt. Naja, auch wieder abgehakt. So, sowas passiert eigentlich echt nicht nochmal. Und Boden war, würde ich sagen, das beste Gerät. Und Leute, ich kann auf einmal wieder meine Drehung. Richtig nice, oder? Die letzten Monate hat es halt wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt geht es zum Glück wieder. Den Doppelsalto habe ich relativ schön hingestickt
Und wir haben in den letzten Monaten sehr viel an unserem Ausdruck gearbeitet und das haben wir da einfach versucht umzusetzen. Die Schraube vorwärts war auch so ein bisschen mit gebeugten Beinen abgesprungen. Und bei der 1,5 Schraube war die Landung jetzt auch nicht die beste so. Dieser große Hopser muss halt nicht sein. Und da habe ich versucht, in der Sprungserie nochmal alles reinzugeben und das hat dann auch ganz gut funktioniert. Also Boden war sehr zufriedenstellend. Sprung habe ich nicht mitgefilmt, aber war auch gut. Und dann kam noch unsere Presentation am Ende. Und Leute, ich finde, es sieht so cool aus. Also wir haben quasi alle zusammen unsere Übung gemacht. Natürlich nicht mit der Acro, aber halt die Choreo, die Drehung, die Sprünge und quasi ein Hocksalto für die Landung. Und ich mache euch jetzt einfach da Musik dazu, weil ich finde, es sieht schon schön aus. Podiumtraining, check! Wir laufen jetzt noch ein bisschen hier in der Anlage rum. Hier ist ja auch noch voll viel drumherum. Morgen ist Materia da und macht so eine Eröffnungsfeier. Kann man auch umsonst reingehen und so, ist mega cool. Aber da werden wir nicht hingehen, weil wir am Donnerstag Wettkampf haben. Würde ich sagen, beenden wir das Video auch an der Stelle. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, weil ich vlogge dann morgen weiter. Und morgen zeige ich euch dann den Tag vor dem Training und den Wettkampf. Stay tuned. See you guys.